Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splatoon. Ich habe das Equipment etwas aufgebessert und zwar habe ich jetzt die Heldenwaffe und den Tintentank auf dem höchsten Level. Und zwar wegen dem Final Boss, der ja kurz bevor steht. Und ich finde es auch nicht OP oder so, weil wir haben ja nur noch 3 Level bis zum Boss. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt ins Level 25. Okto. Ist und ich muss sagen, also die Schussrate gefällt mir sehr gut und der Tank, ihr seht, der hält auch gefühlt Ewigkeiten. Also sind wir bestens gerüstet für den Final Boss, der wirklich sehr knackig ist. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. So, ein Schlüssel muss ich finden. Und ich finde hier bei die guter Geschichten ist auch die Karte, also gucke ich gefühlt nie auf die Karte. Aber hier ist es wirklich sehr empfehlenswert. Wenn man hier wirklich gut die Octoflute sieht und den Schlüssel und den Container. So, jetzt sehe ich hier gerade, dass da einer kommt, deswegen sollte ich da nicht lang schwimmen. So, jetzt kann ich mir schnell den Schlüssel hier holen. Boah, mit dem Gegner habe ich nicht gerechnet, aber ich habe es trotzdem hingekriegt, zum Glück. So, jetzt kann ich von der anderen Seite in den Container gehen. Perfekt, da wären wir. So, und jetzt muss ich keinen Schlüssel mehr finden, sonst, weil jetzt auch keiner auf der Karte mehr zu sehen. Aber Rüstung kriegen wird, das ist auf jeden Fall sehr erfreulich. Davon ist ein Sprungteil. Ich würde sagen, da gehe ich auf jeden Fall mal hin. Sieht so aus, als wäre das der richtige Weg gewesen. Und wow, jetzt wird es aber ganz schön krass. Jetzt sind hier 6 Octoflute. Und ich muss wieder den Schlüssel holen. Der ist da vorne. Und es wäre ganz günstig, wenn ich hier lang gehen würde. Genau, Beeilung aber. Dann ist da vorne gleich wieder ein. Da vorne ist nämlich der Schlüssel. So, aufkommt, das schaffe ich noch. Oder kommt einer, aber ich schaffe es noch. Ja, perfekt. So, und jetzt zum Container. Wo war der nochmal? Oh, da kommt einer. Ich muss mal auf jeden Fall aufpassen, dass man sich nicht einkreisen lässt. Perfekt, da ist der Container. Alles klar. So, die Fontäne haben wir auch aktiviert. Und letzte Checkpoint schon. Okay, so, war das jetzt der erste oder der zweite? Ich glaube, das war sogar erst der erste Checkpoint. Oder nee, der zweite, glaube ich. Also scheint das Level sehr kurz zu sein. Und ein Okto-Schützen haben wir auch. Oh, oh, das ist... Oh, nein, 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 das ist nicht gut. Rüstung ist futsch. Oh, oh, komm, den holen wir uns. Perfekt. Aber gegen die Waffe hat er auf jeden Fall keine Chance gehabt. So, jetzt muss ich da lang. Perfekt, da ist der Container. Und da ist der Elektrofels. Okay, also das Level war wirklich sehr kurz, aber trotzdem relativ schwer. Da muss man auf jeden Fall aufpassen, was man macht. Ich bin jetzt einfach sowieso Bomben, aber ja. Trotzdem schönes Level. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt ins nächste. Mission 26, Octoling Hinterhalt auf der Bohrinsel Nautilus. Ja, und das müssen wir jetzt genießen, denn es ist unser letztes Octoling-Level für immer. Das muss man sich mal vorstellen. Aber die Octoling sind wirklich nicht zu unterschätzen. Die können ordentlich Schaden machen, können alles, was ich kann, also in die Fischform wechseln, schießen, Bomben werfen, verstecken. Und sie sind wirklich nicht besonders dumm, muss ich leider sagen. So, die Tinsuka habe ich, aber die möchte ich nicht verschwenden für einen von denen, weil am Ende ist es eigentlich immer so bei Octoling-Leveln, dass am Ende wirklich 5 auf einmal sind oder so. Und da kann man den richtig schön damit wegbashen. So, da vorne ist schon die nächste. Oder? Wo ist sie denn? Da ist sie. Perfekt. So, ich gehe einfach mal hier weiter. Ich folge mal den Kugeln. Und Checkpoint haben wir erreicht. Und Rüstung kriegen wir. Oh, gut. Da muss ich mir jetzt nicht mehr so viele Sorgen machen, dass ich hier jeden Moment tot umkippe. Letzter Checkpoint schon wieder. Na, das ging aber schnell. So.
perfekt. Oh, oh, und da oben ist eine, oder? Hä? Wo kam diese Bombe her? Okay, von hinten. Hä? Boah, die war jetzt aber gut versteckt, muss ich sagen. Ohne Scheinfall. Ja, das ist schon nichts. Also ihr seht, es geht hier wirklich ratzfatz. Sind noch eine? Nee, okay. Jetzt ist die Frage, wo es weitergeht. Über mir ist der Elektrowilz, aber wo geht's jetzt weiter? Hä? Ach so, ich muss da hoch. Ach so, okay. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass ich jetzt nochmal hoch muss. Ja, und dann war es auch schon. Also ich muss sagen, es war wieder sehr kurz und es war nicht so schwer wie das letzte Mal. Da fand ich es persönlich noch gut. Da hatte ich auch die Waffe noch nicht so hochgelevelt gehabt. Muss man natürlich immer beachten. Aber auch vom Spiel her, also vom Level her, fand ich es letztes Mal etwas schwieriger. Vor allem das in dem Skatepark, das fand ich wirklich schwer. Da waren es wirklich 6 Stück oder so auf einmal. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, gehen wir ins nächste Level. Unerwünschtes Flugobjekt über dem Skatepark. Das müssen wir jetzt aber wirklich genießen. Letztes normales Level in Splatoon. Und ich würde sagen, legen wir direkt los. Und Oktoschützen sind auch diesmal mit von der Partie. Und die Oktobomber. Nee, Quatsch, die Tinferno-Bomber. Ich bin schon so durcheinander mit den ganzen Namen. Die Tinferno-Bomber können eben, wie der Name schon vermuten lässt, Tinfernos spawnen. Und das die ganze Zeit so oft sie wollen, so viel sie wollen. Und das ist schon sehr overpowered, wie ich finde. So, jetzt muss ich mal schauen. Ach, da vorne ist der Container. Jetzt könnte man mal den Fisch aktivieren. Das wäre ganz praktisch. Um die hier zu töten. Perfekt. Was? Und dann geht's schon zu dem großen Vieh? Okay, das war jetzt wirklich sehr kurz. Naja, gut, okay. Ich hoffe, den haben sie jetzt wenigstens ein bisschen schwieriger gemacht. Weil der ist eigentlich immer recht einfach, weil der bewegt sich gefühlt schneller als sonst. Und vor allem auch mehr als sonst, aber auch der musste früh einsehen, dass er mir nicht gewachsen war. Ja, also auch dieses Level wieder sehr kurz beim Einzug durch. So, und ich würde sagen, den Final Boss nehmen wir uns im nächsten Part vor. Die 3 Level, die wir heute gespielt haben, waren wirklich sehr kurz, aber auch wirklich sehr cool. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir das gerne durch einen Daumen nach oben zeigen. Und ansonsten abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ich freue mich auf jeden Fall schon riesig auf den Boss. Und wenn ihr das auch tut, dann schaut auf jeden Fall auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt Let's Play Splatoon. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!